Hey und willkommen hier zu einer neuen Die Sims Let's Play Folge. Heute hier auch wieder im Modern Urban House. Ja, letztes Mal war die Verlobung der beiden. Ja, on top of the world. Ihr danced den noch, habt den Kuchen probiert. Chakalaka, heute wird geheiratet. Ja. So geil. Wir rufen hier schon wieder an. Was ist denn los hier? Lila, Glückwunsch. Ja, danke, hast du letztes Mal schon hier gesagt. Ja. Lila ist voll aktiv hier mit uns. So, lieber Nico, wir planen jetzt die Hochzeit. Machst du erstmal einen Instagram-Post? Und was hier? Ja, danke, Luna. Wir machen heute die Party auch. Kommst du auch vorbei? Wir machen jetzt ein gesellschaftliches Ereignis. So, trommel die Family zusammen, Nico. Komm. Bloody Karotti hier. Was für ein süßes Bild. Wir heiraten im Weltraum, nein Spaß, wir heiraten im Mashuno Park, der ist jetzt auch hier in Del Sol Valley unterwegs. So, Hochzeit, ganz genau. Brautpaar, haben wir die beiden, ja, sehr gut. Dann kommen wir zu den Gästen, ich hoffe, ich kriege die alle unter. So, Hannah, Lila, Blue, Lea, Luna, Sky. Obwohl die gerade bei ihrer Mama ist, deswegen kommen auch keine Folgen. Und der Patrick. Jetzt komm mal, wo sind die anderen jetzt wieder? Ach Mann, ey. Ich könnte schon wieder kotzen hier. Was soll das denn, liebes Spiel? Also, dann machen wir halt die Stalkerin auch noch. Macht aber die... Ja, es ist ein bisschen doof, immer wenn die eigene Family dann hier Catering macht. Dann machen wir mal die Masamis nochmal als Catering hier machen. Und dann machen wir noch einen Mixer in den Mixer und den Musiker auch noch. Ja, aber das pisst mich jetzt schon wieder an hier, muss ich ehrlich sagen. Das Spiel ist so zum Kotzen hier. Ich kenne wieder nur 3 Leute oder was. Die anderen laden wir halt so irgendwie dann dazu. Gut, also gut, dann machen wir das so. Jetzt gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. Wo ist denn das hier? Plumber Pictures Museum, nee. Wo ist denn das Ding jetzt? Aus Sterngucker Lounge hier. Ach, das ist dieses Studio Plumber Pictures Lounge. Ich dachte, das ist wirklich im Studio. Okay, dann machen wir jetzt allgemein Jahreszeitenhaus, American Family, Haus der Stalkerin, Plumber Pie School, Inselklippen, Restaurant, Center Park, Mashuno Park. Ist das jetzt aber. Das ist jetzt die Frage. Ist das jetzt hier in. Wahrscheinlich sind wir dann in San Mashuno wahrscheinlich, oder? Scheiße war's. Echt mal? Ja, das ist glaube ich in San Mashuno, ne? Muss ich doch nochmal gucken. Gärten des Chalets hier. Kleefuchs. Ach komm jetzt. Kann doch nicht sein hier. Muss nochmal gucken in der Weltenansicht. Ja, wir müssen nochmal gucken. Welten verwalten. Das kann nämlich nicht sein, dass das hier jetzt so dämlich ist. Ja, ja, Daniel hat es wieder mal. Wahrscheinlich ist noch Wohngrundstück oder so. Verdammt. Ja, ich habe mein Mashuno Park da oben platziert und ja, das ist jetzt allgemein. Da müssen wir, glaube ich, mal da einen Park draus machen. Kann das sein? In Parks müsste man doch eigentlich heiraten können. Ja, Parks geht, glaube ich. Restaurants geht auch. Ja, das ist jetzt die Frage, ob das jetzt der war oder nicht hier. Wir machen jetzt mal Mashuno Park del Sol. Und dann machen wir mal den Typ auf. Auf. Ja, Nationalpark, da kann man eher grillen. Ein Park. Kinderspielplatz. Ja, wir brauchen noch Spielkranz. Schachtisch. Wir haben keinen Schachtisch hier, das gibt's ja auch nicht. Hier noch einen Schachtisch rein irgendwo. Wir haben so viel Platz hier noch. Alles vollgestellt, aber egal. Ja, nehmen wir da direkt die gleichen Holzstühle, würde ich sagen. Wie, wir haben keinen Schachtisch hier. Was gibt's da? Gibt's da noch einen Schachtisch hin? Wir machen den mal hier hin. Oder ist es cooler, wenn man da hinten am Rand, am Abgrund spielt. Wer verliert, fliegt. So, alles klar hier. Mashuno Park del Sol. Das muss ja gehen. Jetzt machen wir hier noch. Romantic. I'm so fucking romantic.
Wir machen jetzt hier einen aufstrebenden Hotspot. Und wir machen ein Ruhe und Frieden. Das hört sich doch gut an. Angespannte Stimmungen vergehen schneller. Das ist doch toll. Ja. Ja. Party Location ist auch gut. Ereignisse sind der Brüller. Da machen wir die Party-Dinge hier. Ist besser. Ganz genau. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, der Park ist vorbereitet. Ich hoffe, das klappt jetzt hier. Hilfe. Eieieiei. Ich hoffe wirklich, dass es jetzt funktioniert. Wir hätten auch einfach hinreisen. Nee, wir hätten nicht hinreisen, oder? Hätten wir auch hinreisen können und dann sofort heiraten. Das wäre auch gegangen. Aber da wären die Fans, die Family ja nicht dabei. So, Lena, Nico. Weiter geht's mit euch. Heute wieder Ladebalkenfolge. Habt ihr nochmal Zeit, euch den Stammbaum einzuprägen? Wenn es Daniel nicht vercheckt, den natürlich dann einzubauen. So sieht das aus hier. Ja, auch ein bisschen angepasst wieder. Der lebt ja quasi mit. Der verändert sich. Und im Stammbaum seht ihr die Konstellationen. Und mal kurz gucken, ob wir da nicht... Guck mal, Fettweg, da kennst du doch noch mehr. Hier bleiben. Ja, hier bleiben. So, Felix kommt auch noch. Felix kriegt das auch noch mit. Wir machen jetzt dann erstmal die Versammlung, dass wir die kennenlernen. Das ist wieder ein weiteres Mal. Das ist wieder echt. Also das nervt mich wirklich, dass man die Beziehungen hier so, ja. So, Rosie, freundlich vorstellen. Ne, wir kennen uns ja noch nicht. Nee. Rosie gleich hier mit dem Basketball. Felix natürlich auch. Hallo. Sehr schön. So, was sind die anderen? Shaggy. Blue kommt angesprintet. Den kennen wir, glaube ich, schon, oder? Geheimnis ausplaudern. Hier mit Parodieren. Hier und der Shaggy hier. Shaggy, freundlich vorstellen. Ich wollen wir auch kennenlernen. So, du mal bitte auch einmal die Runde. Eine neue Runde, eine neue Runde. So. Hallo. Melody. Das war ja auch in den Glee Ladies, die Rosie. Wieso kennt ihr euch schon wieder nicht hier? Das ist doch zum Kotzen. Das ist doch wirklich wahr. Na, hallo. Parkfragen. So, kann ich vorstellen. Yay, Chakalaka hier in deinem Dancer-Dress, hier in deinem Schlittschuh-Dress. Die ist wunderhübsch hier in dem Ding. Chaka, hier, hallo, Bruder. Wunderbar. Geheimanschlag. Monchi, Onchi. So, jetzt probieren wir das nochmal. Dass wir hier jetzt endlich das gesellschaftliche Ereignis planen, Nico. Hallo. Lanza. Da rufen wir alle zum Essen hier. Geht es nicht mehr? So. Oh, das ist schlecht hier für die Dinge hier, ne? Für die Fettweggruppe. Wir machen mal Versammlung enden. Ja. Auf Wiedersehen, tschüss. Wir rufen euch gleich eh an. Rotes Auto und so. Ihr habt gesehen das Video von der Nico letzte Folge. Hallo, wir brauchen einen Schulbus für die ganze Family. Sollen alle kommen, ja? Also. Ich bitte darum, dass das klappt hier. Sehr gut. Das Brautpaar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die Sockerin darf mit. Und der Felix und der Patrick und der Jaggy. Die anderen kenne ich nicht. So. Caterer. Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Ich würde eigentlich schon ganz gern, dass das die Sockerin dann macht. Auch wenn Hannah... Da, oder wir machen das anders. Wir machen da wirklich mal, dass da einer kommt. Ne? Und Mixer. Oh, da kann der Check dann machen. Ja, macht den Mixer und wir machen noch einen Musiker. Ist doch perfekt. Ja. Jetzt bitte. Das muss jetzt hier klappen. Museum Park.
Nee, wieso ist das hier wieder nicht mit drin hier? Doch, mein Schuhner packt Del Sol. Dankeschön. Hui, Glück gehabt hier. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Kleinkinder brauchen ein Kleinkinderbett. Das muss ich das euch ja hier vorlesen, ne? Weil ich sehe da die Tipps jetzt gar nicht. Aber da kommen immer die gleichen. Ich habe ja aber ein Kleinkinderbett im Park. Violet haben wir jetzt nicht eingeladen. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Aber die ist eh ein Geist. Also, von daher kann die dieses Mal gar nicht verputzeln. So, oh Nico, du bist voll hübsch hier. Und du hast ein schwarzes Dress an. Nee, ne? Aber wieso nicht? Wieso nicht? Na komm, das machen wir jetzt einfach. Oh, schwarzes. Ja, du, das ist halt hier famous. Hier, guck mal, die Sonne geht schon unter. Wow. Bäh, ich will jetzt nichts mehr hören hier. Das ist doch der Hammer, oder? Ist das der Hammer oder ist das der Hammer hier? Meine Güte hier, Mano Lego Mio. So, was müssen wir machen? Fans fürs Kommendanken ist doch Fans. Ja, das ist echt klar. So, fürs Kommendanken, fürs Kommendanken. Wieder kommen auch Fans oder was hier? Fürs Kommendanken. Wow, jetzt kommt hier schon das Feuerwerk. Lockt hier schon wieder die Sims hier an oder was? Mann, oh mega. Geht hier schon wieder ab hier. So, begrüßt mal die liebe Family. Das Kommendanken. Oh, jetzt geht's hier ab. Oh, bam. Wow. Herz, Leid, Feuerwerk. Boom. So. Hallo. Verlobte sich küssen lassen. Jetzt müsst ihr euch knutschen hier. Nicht singen üben. Musical-Szene für Trinkgeld aufführen. Das machen wir hinterher noch. Wir machen jetzt erstmal hier knutscheln. Guck mal, Hannah hat auch ihr neues Kleid an. Voll toll. So, ihr müsst euch knutscheln. Kuss hauchen hier. Küssen. Trinken. Jackie gibt schon was zum Trinken. So, wer ist denn hier dabei? Wow, hallo. Masami Ikeda auch dabei hier. Jetzt wird hier Tag. Wow. Die Lichterketten erstrahlen. Das Grundstück. So, geknuschelt habt ihr, ne? Komm, dann gehen wir mal rein. Auf hier, Leute. Auf hier mit Gebrüll hier. Wo ist denn die Bar überhaupt? Haben wir keine Bar oder was? Da ist bestimmt eine Bar hier irgendwo. Kann ja nicht sein. Hier haben wir keine Bar. Rosie, guckst du den Baum an? Du stehst auf so abgefahrenes, abgespacedes Zeug hier. Da ist auch die Bar, natürlich. So. Getränk zubereiten hier. Für die Lena. Machst du mal ein Getränkchen hier? Kann man da jetzt was bestellen hier? Ja, ich dachte, du bist hier Ding hier oder was? Ich dachte, du bist hier unser Barkeeper. Personal einstellen. Daniel Bello. Wer ist das, Daniel Bello? Machen wir den halt, ist ja mir egal. Ja, ja, heiraten. Nein, was schon wieder Minus. Der hat ein schwarzes Kleid an. Seht ihr das? Voll geil, oder? Ja, voll außergewöhnlich. Wir sind auch Stars hier. Wir sind ja erst hierher gezogen. Ja, das ist auch schon ein Weilchen her, wieder. Ja, da schon mittendrin hier. Mimi. Kennenlernen. Heiraten, trinken. Wir müssen noch trinken. So, ein bisschen was trinken hier. Nico auch trinken. Getränk bestellen. Zuckerzunder. Und du machst auch mal hier. Getränk bestellen. Komm. Getränk. Geht's wieder nicht? Getränk bestellen. Oder wie doch jetzt? Getränk bestellen. Zischt wie Zunder hier. Sprinten alle voran hier. Yay. Hoffentlich schlägt sich nicht jetzt hier auf die Wiese. Bam, bam, bam. Ist der nicht kalt? Ist immer noch Winter hier. Ist immer noch eisig. Hier oben vor allen Dingen, ne? Wow. Jetzt macht das Grundstück hier wieder richtig was her hier. Das sind sogar Fotografen hier. Oh, oh. Machst du nur von dem Baum da Fotos oder was hier? Nee, von ihr hier. Wer bist du denn? Sieht aus wie unsere Lena. Hast zumindest das gleiche Outfit. B-Promi. Holly Alto ist das hier. Oh, wie toll. Ja. Ach, das ist ja wirklich Patrick hier wieder, ne? Gleich wieder Bräutigam siehst du aus. Ja, ist das dein Getränk? Komm, trinken.
Und da auch trinken. Komm, trinken. Haben wir das nämlich. Trinken, trinken. Dreimal trinken. Rosie ist auch dabei. Hallo, ich hätte gerne auch was hier zum Trinken. Sehr gut. Wir müssen jetzt gucken, dass wir einen Kuchen kriegen. Ich hoffe, wir haben schon einen. Ich habe extra hier, perfekt, extra hier einen Kühlschrank und ein Ding hier gemacht. Gibt's das nicht? Muss ich in der Mitte befinden. Okay, dann glaube ich dir den Kuchen hier weg vom Theken-Dings. Komm ich hier der Kuchen hin? Ist das jetzt die Mitte der Theke? Ja, also gut. Dann machst du mal die Ding dazu. Und dann machen wir jetzt... Ist nicht in der Nähe. Was jetzt? So. Danach dann heiraten. Auf geht die Post. Hier, ab geht die Post. Setzt du dich jetzt hier in das Gras rein? Ernsthaft? Hallo? Dein Mädchen kommt jetzt. Du bist wunderhübsch, Mädchen. Du bist wunderhübsch. Komm, heiraten. Heiraten. Nico Fuchs heiraten. Lea danst hier noch ab. Kommt mal alle hier. Hallo, wir heiraten jetzt. Wow. Mein Mädchen. Erstellt von der Community. Ja, aber die kommen die bald, ne? Guckst du mal das an hier. Wow. Nico mit den schwarzen Augen. Das ist noch von seinem... Das ist noch von seinem Dings hier, von seinem obdachlosen Zeit hier, das die Augen, ne? Wow. Liebe, Liebe. Da kommen sie schon hier alle sehr gut. So. Wow. Willst du das neben deinem hässlichen grünen Ring da haben? Nach neben deinem ekelhaften? Ja, will ich. Wow. Konfetti. Ach, schön. Sehr cool. Wow. Ach, wie toll. So, Rosie flattert schon wieder weg hier. Singen, üben. Musical-Szene. Oh, genau. Tauschen das Ehegelübde aus. Erstes Stück nehmen müssen wir auch noch hier. Oh, oh. Das müssen wir jetzt abbrechen dann, Lena. Stopp. Wir müssen noch das erste Stück hier noch hier. Erstes Stück geht's nicht. Es warten, bis die frisch Vermählten eine Torte angeschnitten haben. Ja, dann müssen wir jetzt anschneiden hier. So, Nico, schneide das Ding an. Dann kriegen wir Gold hier noch. Komm. Mach's dir mal hinne. So. Und hier, ja, perfekt. Hier ist schon gleich schon das erste Stück genommen. Zum Essen rufen. Aber du machst noch deine Aufführung. Oh, wie toll. Was für ein Bindungstermin. Haben wir Baby gemacht? Nee, oder? Habe ich letztes Mal aus Versehen Baby gemacht? Ein bisschen spät dran. So. Ja. Oh, schön. Wir müssen dir unbedingt den Ringwerk abnehmen, Nico. Also den grünen Ring. So, kommt mal alt zum Essen hier. Das Buffet ist eröffnet. Felix gleich als erster hier. Ne, ich hab schon drauf gewartet. Deine Henkersmahlzeit. Ach, wie toll. Oh, ich freue mich. Ich finde es hier voll schön auch. Bam, bombastisch. Bombastisch hier, echt mal. Habt ihr eine tolle Location bekommen, ihr zwei Hübschen. Machst du jetzt nochmal eine Aufführung? Mach mal eine für Trinkgeld. Musical-Szene für Trinkgeld aufführen. Kannst du noch was anderes machen? Kommando weinen. You want the fun? Die verschwindet aber nicht hier verbeugen. Wir sind verbeugen. So. Torte essen. Genau, können wir auf mit der Torte hier. Ich will dich hier Vorführung sehen. Ja, machst du hier in der Mitte, genau, auf dem Ding. Oh, da hat schon mein Geld hingeschmissen. Dankeschön, Dankeschön. Ja, für euer Ding. Ich mach nochmal eins. Hier kommen alle hier hin. Ja, ich mach nochmal eine Aufführung. So. Uah, bisschen lockern hier, Lena, ne? Ja. Sehr gut. Wo gehst du jetzt hin? Doch, bisschen mehr an den Rand.
Wow, was macht ihr denn jetzt hier? Erstmal knutschen oder was? Ja, tschakalaka, ja. So, jetzt. Wow. Ich hab den Stuhl auf hier, schmeißt den um. War's das schon? Wenn die Sonne rauskommt hier. Jetzt. Wie toll. Ja, danke schön, danke schön. Ich liebe euch alle. Ja, ja, thank you, thank you. Wow, 13,26, haben wir ein bisschen Geld bekommen. Können wir die Hotlines leisten, ja. Lena, das machst du ja so wie hier. So, so, was machen denn sie hier? Oh, toll, wir haben fett Gold hier bekommen. Echt mal. Echt mal, echt mal. Nico, du singst jetzt auch mal hier zum Spaß. Ich bin auch ein Sänger. Jetzt rennen alle gleich weg, Nico. So, die Hanna auch da. Hallo. Tag verschönern. Schön. Flash? So, wie voll das tolle Kleid. Das sieht aus wie ein Schmetterling. Ja, danke, du. Oh, wie toll. Levelaufstieg. Ja, dein Bruder ist schon cool. Du, der tut sogar hier Staubsaugen und so, weißt du? Ne, wir haben einen Roboter, Lena, das stimmt gar nicht. Aber eins verstehe ich nicht. Du, der hockt die ganze Zeit vor dem Computer. Ja, früher auch schon. Wobei, der war ja nie zu Hause, war ja obdachlos, das Lama. Und immer redet er über Baseballspielen. Stimmt, über Baseballspielen, aber es geht ja gar nicht, ne? Also, als wir zusammengezogen sind, da war es schon wirklich krass. Ja, wir sind ja auch mal zusammen in die Schule gegangen. Ah, doch nicht. Du warst älter und jetzt bist du jünger, Hanna, weil du einen Jugendrang bekommen hast, du. Göre, wieso hat Nico keinen bekommen? Ja. Ja, die Sky ist jetzt halt mal zurückgekommen quasi. Also die Story ist ja, dass sie mit ihr, mit der Stella die Mamas besuchen. Während dieser Staffel, zumindest am Anfang. Wer bist du denn, Martha Bauer? Breuer. Das ist ein Fan! Ach, wie toll! Guck mal, das ist ein Fan! Guck mal, das ist ein Fan. Ist das von uns ein Fan? Oder von Nico? Das weiß man es nicht. Freundlich vorstellen. Oh, das ist ein Fan, guck mal, der hat auf dich gewartet, Nico. Nico, das ist ein Fan, hör auf zu singen. Das ist ein Fan für dich, oder ist das für Lena? Ne, für Luna, oder was? Bist du Luna-Fan? Hey, hallo Jungschen hier. Das sieht aus wie der Knirps aus dem Pokémon-Spiel. So. Die Mama produziert immer noch Essen hier. Ich will eigentlich nur zu Luna, ja? Aber da steht Fan. Guck mal, Lena da. Kann ich vorstellen. Hier regnet es gar nicht so oft. Ja, ist voll gut. So. Und jetzt? Es geht nur lustig vorstellen hier, okay. Na gut. Ja, Luna, ich glaube, der ist für dich da. Bitten in die Sterne zu gucken. Aber du kannst ja gar nichts machen mit dem jetzt hier, Mensch, Nico. Tut mir jetzt aber leid hier. Tja. So ist das halt. Na, alles Fans hier, Julian Glück hier. Was ist denn das hier? Wieso steht da Fan? Von was ist der Fan? Fan. Fan. Was ist der Fan? Von wem ist der Fan? Von allen oder was? Hier ist der Fan-Grundstück oder wie? Wir sind ja erst Newcomer. Wir sind ja erst Newcomer hier, ne? Boah, es geht schon ein bisschen nach oben hier. Bei dir? Bei dir noch nicht so ganz. Da müssen wir noch ein bisschen was gucken. Machst du nochmal einen Instagram-Post, Mädchen? Ja, ja, komm, machst du nochmal eins. Ja, was ist so voll das schöne Ding hier? Wow, mach nochmal ein Selfie für uns, komm. Machst du nochmal ein Selfie machen? So, ja, perfekt. Kannst du dich mal drehen? Und ich über den Stuhl stolpern hier. So. Ganz genau, on top of the world. Das sieht man gar nicht runter, Mensch. Mädchen. Das war schlecht. Das war schlecht hier, echt mal. So, machen wir das so und haben wir es wenigstens in dem Screenshots-Ordner. Aber du bist wunderhübsch, Mädchen, echt mal. Aber du bist ein bisschen Felix-Augen, muss man sagen. Du bitte auch. Hast du bitte auch ein Selfie? Hast du
du da jetzt Autogramm geschrieben oder was? Ja, das ist wieder super Selfie, Nico, echt mal. So, wir machen, wo machen wir das? Auch da nach hinten oder so? Ist ein bisschen schlechte Position jetzt, aber. Das ist das Klavier, das ist der Tipsy hier. Ja. Der sieht jetzt echt direkt dahinter, oder? Wir machen das einfach so. Und das sieht aus, wie wenn es ein anderer ist. So, das ist der Sky und die Hammer. So. Yeah, jubidabdub. Jubidabdub. Jetzt hab ich voll den Ohrwurm. Mann, ey. Da. Könnt ihr nicht mal hier in dem Fotostudio zusammen ein Foto machen? Gruppenfoto machen mit? Mit den Schwesterherz und mit den Lena. Ganz genau. So. Und du machst es von den beiden oder machst du mit den beiden? Mit erwachsenen Mann. So. Ah ne, von den beiden. Okay, gut. Ja, meine zwei liebsten Mädels hier so, oder? Wir haben extra einen weißen Hintergrund. Ich finde die anderen nicht so toll. Und so. Sehr gut. So gefällt mir das doch hier. Oh, wir haben ganz viele Geschenke bekommen hier links. Können wir mal so. Hochformatig geht nicht mehr. Da müssen wir jetzt Foto machen mit Erwachsenen machen. Aber ich hätte ganz selber eins. Das ist aber blöd jetzt. Dann müsste die Lena nochmal eins von dir auch machen oder so. Von den Nico und von den. Mit wem machst du noch? Auch mit der Hanna, oder? Oder machst du Nico, machst du mit? Ja, wir haben sonst keine Family direkt mehr. Keine direkte Family. Wir machen mit der Stalkerin. Du musst pieseln, upsi. Nochmal kurz zurück. Gleich ist die Folge vorbei, dann kannst du auch. Da. Das ist doch geil, oder? Ja, klar. Nico, echt mal. Du Honk. Du Honkel-Onkel, du. Mal Nahaufnahme hier, ja, für die Wand. Ach, schade, dass wir jetzt da kein Paar-Foto quasi machen kann. Das ist ja doof. Echt mal? Das ist ja jetzt behindert. Das nervt mich jetzt. Schade. Kann man da nicht irgendwie fragen? Foto machen von, ja, dann ist es mit jemand, von jemand anderem. Mit Erwachsenen, ja, das geht nicht. Kann man die fragen, ob die für uns ein Foto macht? Romantische Szene für Trinkgeld aufführen. Das kannst du auch mal tun. Jetzt gehst du in den Busch pieseln? Nee, ne? Oh, wurde ich erwischt hier. Frischer Tat. Ja, da hinten gibt's ein Klo. Aber das war wahrscheinlich zu weit weg, ne? Luna, Spazilein, kannst du von uns oder von mir bitte eine romantische Szene, Foto machen? Komm mal alle hier hin. Ich mach hier einen romantischen Auftritt. Dann bekomme ich die Geschenke da hinten, oder? Yeah, wir haben Gold erhalten. Ich glaube, das zählt nicht mehr jetzt. Ja. Ach ja, gut. Was für eine Hochzeit. Wir haben echt Gold bekommen, Hammer, oder? Es ist auch schon wieder Tag. Ich danke euch fürs Zuschauen. Das war's für heute hier im Shuno Park in Delta Valley. Ich baue das Grundstück noch mit was Neuem dann auch voll. Aber ich fand's jetzt einfach genial. Und ja, bis zum nächsten Mal. Die Lichter gehen schon aus. Das wird hier Tag. Oder jetzt natürlich dann noch bei einem anderen Video eurer Wahl, falls ihr noch mögt. Dann ganz viel Spaß. Bis denn. Ciao.